So, dann lassen wir das Spiel weiterlaufen. Unsere Miliz erholt sich jetzt erstmal ein paar Tage. Und wir wollten hier oben noch gucken, wie das mit der Brücke läuft. Das wird wohl noch eine ganze Ecke dauern, bis die ganzen Materialien erstmal da sind, also die Steinblöcke und den Architekt Zeit hat für das Ganze. Aber ich denke, wir können das mal so einfach weiterlaufen lassen. Jetzt, wo die Migranten alle drin sind, sollten wir die Brücke mal hochziehen. Nur für den Fall, dass da noch irgendwas anderes mitgekommen ist. So ein Trupp Goblins zum Beispiel. Die habe ich zwar eigentlich ungern auf der Karte, ohne dass sie was machen. Aber es ist lieber so, als dass sie jetzt da reinlaufen und die ganzen Handwerker umbringen. Das müsste echt nicht sein. So, warum ist die Brücke da oben noch nicht fertig? Ihr quatscht die Straße. Ah, es wird alles beim letzten Angriff unterbrochen worden sein. Gut, das können wir auch noch weitermachen. So, was ich noch machen wollte in den nächsten Folgen ist, die Stockpiles ein bisschen umsortieren. Denn wie ihr sehen könnt, die sind alle rappelvoll. Außer das wichtige Zeug. Und ja, auch die Steinstockpiles. Alles mal ein wenig zusammenraffen. Dazu müssten wir ordentlichen Platz finden. Hier ist jede Menge Platz, aber das ist nicht gerade zentral. Ich denke mal, wir erweitern den Turm einfach. Das heißt, wir suchen uns jetzt nicht gerade hier. Hier vielleicht. Wir machen das einfach so. Wir machen jetzt hier nochmal so einen Block hin. Hier genauso. Und einmal hier. Und dann sortieren wir das so. Wir machen hier ein Finished Goods Pile hin. Also mit den ganzen Sachen, die wir verkaufen können und anderen Glimbim. Hier machen wir Möbel vielleicht. Und dann müssen wir halt weitergucken. Aber so, dass die Stockpiles wirklich so einen ganzen Raum mal einnehmen. Eventuell sogar zwei davon. Warte mal, könnten wir noch einen daneben setzen? Ja, könnten wir sogar auch noch. Ja, das müssen wir dann gucken. Eventuell legen wir dann mehrere Räume zusammen, wo dann halt in ein, zwei Räumen das gleiche gelagert wird. Damit alles halt beieinander ist. Aber ja, das können die erstmal ausbuddeln. Haben die Miner auch was zu tun? Wie schaut's mit den Schleiferlingen aus? Die haben doch bestimmt irgendwo auch noch was zu tun. Die Krypten sind alle so weit ausgeschliffen. Aber es sind noch keine Statuen drin. Und ich hätte schwören können, wir hätten gerade noch einen neuen Nobleman bekommen. Haben wir aber wohl doch nicht. Ist aber nur eine Frage der Zeit. Also setzen wir mal ein paar Statuen schon mal in die anderen Räume auch noch mit rein. Davon haben wir ja in. Oh, nicht die Goldstatue. Die nicht unbedingt. Das ist nur ein Notfalldingens. Also BS. Dahin. Jetzt nimmt er immer zuerst die Goldstatuen. Na gut. Machen wir erstmal nur ein, zwei Räume so und den Rest müssen wir später gucken. Vielleicht reichen denen ja auch die paar Statuen erstmal. Der Raum ist dafür ja schon groß genug. Oh, apropos, wir haben bisher ja nur geschliffen und noch nicht graviert. Das könnten wir gleich mal machen. Granit, so. Jetzt hätten wir gerne. Smoothstone. Nein, Engravestone. E. Und zwar erstmal nur in Gerugons Grabmal. Also seinem zukünftigen Grabmal. Da. Was haben wir noch? Da, wo der Brunnen ist, sollten wir vielleicht noch was hinbauen. Wo auch immer der Brunnen jetzt am Ende gelandet ist. Ne, der war ganz unten. Runter, 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 runter. Zu weit unten. Ah ne, doch, hier ist er. Der Raum kann auch mal verschnörkelt werden. Weil da kommen öfters Zwerge hin, um zu gucken, wie es da so aussieht. So, hier ist ja auch noch so ein großer Lagerraum. Noch ein großer Lagerraum. Ja, wir hatten damit schon angefangen. Aber das reicht halt nicht. Und es ist noch zu unübersichtlich. So, und hier können wir noch verschnörkeln, aber es bringt nichts, weil das nur Arbeitsräume sind. Auch nur Arbeitsräume. Nö. Schade, schade. Na gut. Hier oben ist das Ausräumen auch schon fertig. Sehr gut. Wachsen auch schon die ersten Büsche und Pilze. Und ich sehe schon, wir können wieder einmal die.
Chopped Trees. Und einmal von da oben nach da unten über 4 Etagen nach unten. Ja, sehr schön. Sehe ich gut ein Dutzend, 2 Dutzend Bäume, die da, beziehungsweise Pilze, die abgehackt werden. Schön, schön. Jede Menge Holz. So muss das sein. Die Fallen hier sind auch fast alle fertig. Sobald die letzten Fallen gestellt wurden, können wir die Brücke hier auch wieder runterlassen, damit die etwaigen Goblins, die doch noch auf der Karte sind, schon mal reinstürmen. Oh, und Katzen wurden geboren. Wo sind die Katzen? Ich habe es genau gesehen. Da. Die beiden. Ja, wir haben immer noch keine Katzenfalle gebaut. Aber solange wir immer wieder die neuen Kätzchen wegbringen, dürfte das kein Problem werden. Die Zwergin ist immer noch auf der Streckbank, obwohl wir die Betten daneben gelegt haben. Das ist auch komisch. Ich glaube, ich reiß das Ding mal ab. Zack. Und guck dann, was passiert. Eventuell plumpst sie einfach nur runter und bleibt da dann liegen. Aber das müssen wir dann sehen. Also es wird abgebaut. Oh, und sie läuft weg. Sehr schön. So einfach war das. Na gut. Dann sollten wir gleich mal eine neue bauen. Traction Bench da. Wir haben keine Traction Bench. Oh, das ist nicht gut. Dann hätten wir gerne Build Traction. Ach, Construct. Traction Bench. Construct Traction Bench. Eine. So, die stellen wir gleich wieder auf. Damit unser Arzt auch alle Mittel zur Verfügung hat, die er braucht. Und was blinkt da so rot in den Fallen? Eine kaputte Socke. Sehr schön. So, Fallen sind alle gebaut. Wir haben die Brücke jetzt auch schon gebaut, aber sie haben noch nicht verbunden. Es wird sehr chaotisch werden mit den Brücken, denke ich mal. Also, der Hebel war für das Floodgate, der Hebel war für das Floodgate, der Hebel war für die Brücke. Das heißt, wir bauen jetzt direkt daneben noch einen Hebel. Der ist dann für die Brücke. Und die Plätze daneben sind für die eventuellen neuen Brücken, die hier, hier, hier und hier nochmal gebaut werden. Also gut, B, Shift, T, ein Lever. So, dahin. Und sobald er steht, verbinden wir den mit der Brücke. Und dann gucken wir mal mit dem Einfahren, wie das da ist. Aber ich denke mal, es müsste genau wieder bei der Brücke hier draußen sein, dass sie einfach verschwindet. Und nicht irgendwie hochgeklappt oder weggeklappt oder sonst irgendwas wird. So, was haben wir noch alles auf dem Trade Depot? Platinbarren. Finished Goods und Fäden. Ich glaube, da hatte ich mich schon mal drüber aufgeregt. Zumal wir hier auch überall Stockpiles haben, wo Fäden hingehören. Aber die könnten vielleicht jemand anderen gehören. Ja, die sind nicht verboten. Auch nicht gedammt. Eventuell müssen wir das Trade Depot auch nochmal abreißen und neu aufbauen. Da scheint auch irgendwas verbuggt zu sein. Oh, der Hebel ist schon da. Sehr schön. Du, A, B, mit der Brücke da. Da ist das gelbe X. Sehr schön. Granit, Granit. Und wenn du fertig bist, dann zieh gleich mal am Hebel, um das Ganze zu testen. Sehr gut. So, jetzt gehe ich mal wieder runter in den Danger Room, um zu gucken, ob der ohnmächtige Zwerg da schon weg ist. Ja, ist er. Sehr gut. Ja, doch. Läuft momentan echt gut. Und die Engraver sind fleißig am Werkeln. Oh, was ist da gerade passiert? Der Hammerzwerg ohne Namen bastelt uns ein Artefakt. Wo bist du? Du bist da in deinem Kämmerlein. Dich verfolgen wir doch mal. Oh. Er läuft gar nicht aus seinem Kämmerlein raus. Ist aber hoffentlich nicht wegen dem Pilz, oder? Nee, das ist nur ein kleiner Pilz. Der dürfte eigentlich nicht blockieren. K. Toter, junger Tower Cap. Wir könnten da jetzt eine Wand einreißen, nur für den Fall, aber... Nee, der kann nicht. Oh, oh. Was kommt jetzt noch dazu?
Eine Karawane ist angekommen, aber die Wagen können nicht zu unserem Fort vordringen. Ja, weil die Brücke unten ist. Nee. Okay. Dich drücken wir jetzt mal. Bei dir nehmen wir den Befehl für die Brücke raus. So. Und jetzt müssten wenigstens die Esel gleich bei uns ankommen. So, das hilft uns aber nicht bei dem Problem, das wir hier unten haben. Dass der Zwerg nicht aus seinem Dingens rauskommt. Okay. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es nicht an dem Pilz liegen könnte. Aber ich soll mich ja auch irren können. Also machen wir einfach mal ein Loch da in die Wand rein. Und dann kommt er eventuell gleich raus. Und wenn nicht, bauen wir da einfach eine Mauer hin. Das wird dann zwar ein bisschen komisch aussehen, aber besser als wenn ein Zwerg sterben würde. Nur haben wir gerade so viele Dickbefehle verteilt, dass keiner hier hinkommt. Ja, das müssen wir jetzt ändern. DX. Die werden jetzt alle mal ganz kurz aufgehoben. So. Wow, sieht das eklig aus. Gut. Ihr lauft jetzt bitte da oben hin und macht da ein Loch rein. Es blinkt schon. Sehr gut. Komm. Jungs, ihr sollt da hingehen und ein Loch reinmachen. Wie schwer ist das? Ich habe hier gerade so einen Miner lang flitzen sehen, aber der ist schlafen gegangen, der Elende. Ja, der konnte einfach durch die Tür durch. Was zur Hölle ist dein Problem? Hat der vielleicht vorher irgendwie? Guck mal ganz kurz bei den. Also. Hammer Laltobun Glassmaker. Hammer Laltobun Lalturu oder so ähnlich. Nö. Sonst keine Nachrichten von ihm da. Eigentlich hätte das bedeuten müssen, dass er sich jetzt irgendeinen Workshop schnappt. Tut er aber nicht, also wird er jetzt irgendwann durchdrehen. Das heißt, wir bauen ganz schnell wieder eine Mauer dahin. So. Nicht aus Granit, sondern aus Granitblöcken. So. Dann warten wir, bis die aufgestellt wurde und schließen da die Tür einfach ab. Die Tür schließe ich. Oh, nee, du sollst da nicht. Komm, wieder in dein Zimmer rein. Genau. Bleib schön in deinem Zimmer. Also entweder bleib in deinem Zimmer oder fang endlich an zu arbeiten. Eins von beiden. So. Mauer steht. Kein anderer Zwerg mehr im Zimmer drin. Abschließen. So. Das heißt, ihr wird jetzt irgendwann da drin verdursten und dann nimmt er wenigstens keine anderen Zwerge mit. Und warum lungert der Mason jetzt vor der Tür rum? Ist auch ein Hammerzwerg. Warum nur? Oh, die Karawane ist da. Da sollten wir gleich mal ein paar Sachen hinschicken. Einmal bitte Geogon hin und einmal bitte jede Menge Waren dahin. Crafts. So. Und ja, eigentlich sollte ich die Stockpiles auch gleich so sortieren, dass alle Sachen, die ich gerne verkaufen will, in ein Stockpile kommen und andere Sachen wie Socken, Ketten, Krücken und so weiter alle in einem anderen Stockpile landen. Aber das muss ich entweder irgendwann mal off-camera machen oder wenn ich die Muße dazu habe, in einer richtigen Folge. Aber es ist ganz schön viel Friemelarbeit. So, Escape. Weiterlaufen lassen. So, wo mir aber gerade der Pilz hier aufgefallen ist, wird irgendwo was anderes von Pilzen blockiert. Hier hat jemand direkt neben seinem Bett einen großen Pilz. Da auch. Ich sehe irgendwie ein Muster, die wachsen irgendwie immer in den Betten. Ja, also die sollten eigentlich schon mal weg. Aber ich habe irgendwie die Hoffnung, wenn ein Raum schon einen Pilz hat, dass da die Wahrscheinlichkeit, dass noch einer kommt, geringer wird. Und wenn ich die jetzt abholzen würde, könnte ein Pilz hier neu drin spawnen und dann eventuell vor der Tür. Aber wir haben ja gerade gesehen, selbst wenn es genau vor der Tür ist, kann man da eigentlich durch. Und warum zur Hölle ist hier ein Schwan und ein Schwein mit im Zimmer? Welcher Zwerg ist das? Blaster. Unser zweiter Arzt. Du bist komisch. Oh, na gut. Das scheint ja ein häufiges Phänomen zu sein. Hier läuft auch gerade ein Schwan jemand anderen hinterher.
Und wir hatten das ja auch mit den 17 oder 20 Hunden, die in einem Zimmer allein waren. Also ja, da schockiert einen nichts mehr. Und warum ist die Straße hier schon wieder... Ah, fehlt nur ein Architekt. Na gut, also Karawane ist drin. Dann können wir doch mal ganz kurz die Brücke testen. Machen wir gleich beide. So. So. Wir müssen jetzt beide einfahren, ohne dass man irgendwas mehr von ihnen sieht. Klick. Klick. Ja. Und jeweils die Rampen links, dass man da raus kann, falls man überhaupt runterfällt. Ja, sehr schön. Dann machen wir die gleich mal wieder auf. AP. AP. Um etwaige Goblins reinzulocken und die Karawanensperre wieder rauszulassen. Ich will nicht eine Wiederholung von den durchgedrehten Tieren und Karawanenmitgliedern. Das muss echt nicht sein. Auch wenn unsere Miliz jetzt einigermaßen damit klarkommen dürfte. Also erstmal wegen der guten Ausrüstung und weil sie halt schon recht hohe Skills haben. Ihr könnt ja sehen, die blinken hier alle. Wenn die blinken, heißt das, die haben einen Skill auf legendär. Und die Goldstraße wurde schon wieder unterbrochen. Was ist denn da immer los? Oh, ein Zwerg stand auf der Straße. Ja, macht Sinn. Na gut, machen wir erstmal jetzt einen kleinen Cut. In der nächsten Folge handeln wir mit den Menschen. Also bis gleich.